Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Und wir sind, ja. Ich würde schätzen kurz vor dem Schluss, aber ja, das sage ich jedes Mal, ich weiß. Aber ich glaube, mehr als 10 Runden wird es nicht mehr dauern. Gut, ich hoffe, dass der Ton von meinem Mikro passt. Weil irgendwie ist gestern irgendwas passiert und mein Mikro war super scheiße. Und deswegen, ja, ich glaube, ich habe es jetzt wieder gefixt. Aber ich musste halt bei meinem Mischpult ein paar Sachen umstellen und ich weiß nicht, warum ich das jetzt da machen musste, aber okay. Gut. Der könnte sich noch weiter nach Süden bewegen. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass der abtrünnig geworden ist. Der bekommt keine Kinder und das bekommt er auch nicht. Den könnte ich jetzt töten. Aber das heißt halt, dass ich das spielen muss. Nee. Das spiele ich nicht, sondern einfach die nächste Schlacht spiele ich dann. So, hier wird auch schön Futter gemacht. Parthische Familie. Die parthische Familie mag mich. Die karthagische Familie mag mich überhaupt nicht. Wer sind die? Na. Zufälligerweise ist der das. Warte, wie groß ist die Chance auf Sezession? Okay, ich bin noch geschützt. Das heißt, der muss so schnell wie möglich verschwinden. Was eigentlich echt schade ist, weil, ja, das ist ein guter General, also. Aber er ist abtrünnig geworden. Kann ich nichts dafür. Okay. Gut, dann schauen wir mal, was nächste Folge kommt. Oh. Genau, da war ja was. Die sind jetzt, glaube ich, auf dem Weg zur Südküste von Spanien. Ja, glaub schon. Der Handel mit uns brächte euch große Vorteile. Erweist euch nicht als Narr, indem ihr ablehnt. Ja, yeah. Kannst du das nochmal neu formulieren? Weil letztes Mal hast du Nein gesagt. Also, wer ist hier denn da? Aber solange du mir Geld gibst, ist es in Ordnung. Wieso habe ich die nochmal zum Klientel gemacht? Naja, egal. Ah, Saba greift unsere, Nehmt die Bedingungen an. Denkt an die Alternativen und ihr werdet erkennen, dass alles andere wenig Sinn hat. Deren Forderung 10.000, nö. Wenn, musst du mich zahlen, also. Wenn er jetzt, uiuiui. Wenn er jetzt mir 10.000 gegeben hätte, dann hätte ich mir das nochmal überlegt. Ja, wie wär's mit einer großen Seeschlacht? Das hatten wir auch selten. Also der hat, ich glaube, gut 3.000 bis 4.000. Und ich habe 2.000, glaube ich. So, Nebel ist natürlich nicht ganz so optimal. Von da kommen die. Okay, dann werde ich die mal hier hinstellen. Natürlich Brandgeschoss.
Dann warte ich mal auf meine Nahkampfschiffe. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Alle brennende Geschosse bitte. So, ihr geht geradeaus. Hui, das wird sehr spannend. Das wird super spannend. Bitte alle rammen, was das Zeug hält. Ihr gesegelt mal dahin. Das ist gut. Unser General ist gefallen. Hä, was? Unterstützungsschiffe zu euren Schiffe bereit. Wieso ist unser General gefallen? So, das sind die Katapulte, das passt. Eieieiei. Der feindliche General ist tot. Ah, hier sind noch zwei, aber auch Katapulte, das passt. Der hat lauter Fernkampfdinger. Das ist nicht ganz so optimal. Unsere Geschütze erwarten eure Befehle. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Unser General ist gefallen. Wieso verlieren die gegen so eine komische Überfallsding? Nein, ich habe gerade den angeklickt. Danke, dass der jetzt sterben wird. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Achso, der wankt eh. Okay. So. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Warte, der muss den angreifen. Unterstützungsschiffe bereit. Eines unserer Schiffe wird geentert. Erwartet eure Befehle. Alle Mann auf ihre Posten. Ach, verdammt. Da komme ich nicht hin. Geh mal da zu den anderen hin. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Bisschen schneller rudern. Okay. Mal schauen, ob wir das noch retten können. Warte. Der ist ja noch da. Ja, der ist jetzt umgekommen. Okay. So. Das war ein bisschen nicht ganz optimal. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Bitte dreh dich um. So, schön auf die Katapulte. Sehr schön, das ist gut. So, der
Der will einfach nicht schießen. So ein Vogel. So. Warte, die schießen bitte auf die Artillerie. Der schießt jetzt auf den. Das macht er schon ganz gut. Na, das war zu weit. Das war daneben. Das war daneben. Naja, auf dem, hey, auf dem Wasser zu schießen ist schwer. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Wie denn? So, wahrscheinlich Katapulte. Ach, jetzt komm schon. Ach, jetzt komm schon. Ach, jetzt komm schon. Ah, danke. So. Oh, scheiße. Ach komm. Wow. Komm, der. Eines unserer Schiffe wird geentert. Der hat doch schon voll viele Löcher da. Der hat voll viele Löcher. Jetzt, und du willst mich verarschen. Du willst mich doch verarschen. Jetzt sink. Also so ein kleines Schiff. Gleich ramme ich den. Na, danke. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Ja, von wegen fliehen die vor der Schlacht hier. Nein. Hä? Achso, alle fliehen. Ja. Wow. Idioten. Na, oh Mann. Okay. Ich hätte gedacht, dass die mit den Türmen besser sind. Das hätte ich echt gedacht. Aber okay. Die haben wir schon mal auseinandergenommen. Also, schlecht war es nicht. Also, ich hätte es safe geschafft, wenn, wenn die nicht gewankt wären oder geflohen wären. Aber man muss beachten, dass die alle in Gewaltrudern sind. Ja, jetzt geht da alles wieder zurück, oder was? In Gewaltrudern sind. Und da hat man enorm große Einbußen auf die Moral. Deswegen. Also, wenn die nicht im Gewaltrudern gewesen wären, dann hätte ich es wahrscheinlich geschafft. So. Aber naja, alles gut. Er hatte ja größere Verluste als ich. Also, passt es. Das, also bei ihm wäre das jetzt ein Pyrrhus-Sieg. Aha. Oh. Jetzt kommen die Agenten-Action. Juhu. Das ist wunderbar. Noch mehr. Ah, ich bin so froh, wenn endlich diese Abtrünnigen weg sind. Die waren ja eigentlich das komplette Game über da. Das ist schon echt heftig. Und wie kommt der jetzt bitte nach da hin? Aber okay, das kann ich vergessen. Aber meine Armee steht ja da. Da habe ich hier nicht gut gescoutet. Also ich habe gar nicht gescoutet. Aber jetzt ist der die Armee da drin gefesselt und kann nirgendwo hin.
Tja, Entschuldigung. Also so gesehen ist das nicht immer schlecht. Unser Kampf wird böse enden und Germanische Konföderation. Meine Ahnen raten zufrieden. Was sagt ihr dazu? Ja, Klientel, okay. Reden könnt ihr gut, aber könnt ihr ebenso gut trinken und schlemmen, um unsere Abmachung zu besiegeln. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Was passiert hier? Hier passiert etwas, was ich spielen will. Kommt auf die Stadt drauf an, aber es könnte sogar gut laufen. Ach, das ist diese Stadt. Okay, es könnte gut laufen, es könnte aber genauso gut schlecht laufen. So, je nachdem, wohin er kommt, ne? Also, wenn er hierhin geht, was gerade so aussieht, ist es schlecht. Wenn er mit allem hierhin kommt, dann ist es gut für mich. Okay. Er teilt sich leider ziemlich gut auf. Hatte ich, Platz mal den Tausch, weil dagegen hat er überhaupt keine Chance. Und hier muss ich schauen, dass ich... Nein, wieso ist er jetzt taktisch klug? Das macht keinen Spaß so. Das macht gar keinen Spaß, wenn er nicht die Phalanx angreift. Und zwar von hier. Come on. Unser General wird angegriffen. Wehe, du kommst hier hin. Wehe. Ich warne dich. Bleib ganz, ganz schön hier. Jetzt kommt aber... die Stammeskrieger und hier kommen die Kamele. Verdammt. Steinschleuderer! Ruhe für Makedonien! Na gut. Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, wie lange mein Mob aushält. So, der passt noch. Also ich mache ja jetzt komplett im Schnelldurchlauf, weil ja, das ist gerade relativ eindeutig. Das ist ein schändlicher Anblick. Die halten noch sehr gut aus. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Gut, dann greife ich mal hier an, damit ich den vielleicht noch bekomme. Ah, glaube auch nicht mehr. Gut, aber einiges habe ich mitgenommen. Das Blöde war halt, dass er von hier angegriffen hat. Aber ich, ja, ich hätte es so oder so nicht geschafft, wegen den Speerwerfern hier. Naja, gut. Quitri. Die Quitris sind nicht ganz so nett hier. Also
Vor allem, wo ist denn das? Ach, das ist hier. Ach, das ist hier. Das ist da oben. Was soll denn das? Mitten in meiner Homebase so ungefähr. Ah, genau, die sind von da nach da oben. Das ist ja seltsam. So, die Pflicht ruft. Sirene. Das wird ein gegnerischer. Bogenschützen. Bogenschützen. Angriffsding. Ich nehme mal die da. Weil die sind im Nahkampf sehr viel besser. Das wird auch der politische Intrige. Habe ich jetzt übersprungen. Plus 2 Alpha, okay. Kind ist gestorben und der Feind verwundet. Kind ist geboren. Tochter wird erwachsen. Natürlicher Tod. Schutz verfällt. Mission erteilt. Der Schutz verfällt. Das ist sehr schnell nicht mehr sehr gut. Warte, ich kann wieder bilden. Den bilden. Und den bilden. Oh, da kann ich eine ganze Klasse aufmachen von nur meinen Kindern. Okay, jetzt kann ich gerade nicht mehr bilden, weil ich nicht genug Gravitas habe. Oh je. Das ist aber nicht gut. So, genau, beim Livestream hat mich ein Zuschauer gefragt. Das fand ich eine ziemlich interessante Frage, und zwar warum ich in so großen Spielen oder Kampagnen, also wie jetzt hier im Late Game, immer so wenig Armeen habe. Und ich glaube, das kommt mir gerade, also weil, ja, wir sind ja mega im Late Game und wir haben gerade wie viel Armeen? Also ich erzähle mal die Flotten nicht dazu. 1, 2, die zähle ich an, ja, na gut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ja, die eigentlich auch noch, 12, 13, okay. Also, ja, so wenige habe ich hier jetzt nicht, aber ich könnte auf jeden Fall sehr viel mehr haben. Und ein Grund dafür, dass ich es nicht tue, ist, glaube ich, auch neben dem, dass ich immer auf die Einheiten oder auf die Fraktionen schaue. Der ist zum Beispiel jetzt eine blöde Fraktion, weil es eine gegnerische Fraktion ist. Aber vor allen Dingen, glaube ich, habe ich immer lieber ein paar Hauptarmeen. Und wenn dann der General da stirbt, was ziemlich häufig vorkommt, dann habe ich lieber Generäle aus meiner eigenen Familie in der Tasche als jetzt gegnerische. Und dann muss ich irgendwann versuchen, den gegnerischen General zu töten und so. Also, ja, ich glaube, das ist auch ein großer Grund dafür, dass ich nicht immer alle Armeen mache, die ich haben könnte. Und vor allen Dingen, man darf nicht vergessen, ich könnte jetzt nur noch 3 Armeen machen. Also insgesamt könnte ich 16 Armeen haben. Also das spielt auch eine Rolle. Also nicht immer alles ausschöpfen, sondern auch was im Petto haben, falls irgendwie eine Invasion passiert und man muss schnell reagieren und sowas. Genau.
So, die kommen jetzt mal hier hin. Die machen mal keine Stellung. So. Gut. Dann schauen wir mal, was oben ist. Genau. Uiuiui, die sind ja ziemlich heftig gedamaged. Automatisch. 89. Ja, ist mir aber. Ist mir aber gut genug. So, das ist zum Glück immer noch mein Dude. Und der ist, ja, ein Stratege. Das gefällt mir. Hier ist jetzt noch, da kommen die Athener. Die Athener sind, hier oben. Interessant. Die Athener sind nach oben gewandert. In den hohen Norden. Das sieht man, glaube ich, auch nicht alle Tage. Das kann ich einnehmen. Beziehungsweise das spiele ich und töte den General. So. Weil der Schutz verfällt ja bald. Und das ist ein General, den, ja, wenn er abtrünnig wird, dann erstens bekommt er die geile Armee. Und zweitens ist es ein richtig guter General und das ist eigentlich ganz so gut. Das ist eine interessante Stadt. Kann ich mit Leitern überbrücken? Ich glaube nicht. Wow. Da gibt es ja wirklich sehr wenige Angriffspunkte. Ich glaube, also quasi von hier muss ich dann nach da richtig langsam und dann nach da hoch. Also die Stadt ist perfekt gebaut. Also richtig perfekt. So, aber ich glaube, ich versuche es hier. Also hier mit der Rampe. Ist, glaube ich, besser. General! So. Du gehst mal in den Wald. Oh, ich hab die vergessen. Komm mal her. Warte, komm mal hier hin. Aber den General werde ich erst relativ am Schluss töten lassen. Das ist echt blöd, dass ich hier. Ich kann hier nur einmal dahin und sonst nirgendwo. Das ist ein bisschen unpraktisch, würde ich mal sagen. Und was macht der? Gänsemarsch. Also ich gehe mal mit dem General dahin. So. Wir können auch mal kommen. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt.
So, dann wollen wir mal normal spielen. Warte, der General geht einfach mal hier vorbei. Und motiviert mal alle. Das ist halt richtig schade, weil der war richtig gut. Aber ich glaube, am schlimmsten war es, als bei der Römerkampagne mein Diktator oder mein Kaiser ja, zu den anderen rübergegangen ist, also eine neue Familie gegründet hat, was sowas dann überhaupt keinen Sinn macht. Also das ist echt krass, wie viel wenig Sinn das macht. Das ist echt heftig. Okay. Alter, die sterben gerade. Wow. Wow. Das sind Gold 1. Ui. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich wusste auch nicht, wie viele da jetzt stehen. Also, wie groß seine Armee ist. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Och, ja. So, schnell vorrücken. Der General. Der lebt immer noch, ne? Du musst hier aushalten. Bis der General stirbt. Dann übernehme ich mal den Turm. Feuerschaden 7. Wow. Für Makedonien! Unser General ist gefallen. Das ist gut. Oh nein, unser General ist gefallen. Okay, gut. Mal auf dahin zu schießen. So, ein Petzeteilrei. Mach mal das an. Sehr schön. Gut. Dann werden wir mal hier das einnehmen und dann ist alles gut. So. Leider habe ich ja eine Goldeinheit verloren. Das war alles andere als gut.
So. Ah, der ist komplett gestorben. Und der General natürlich auch. Das ist echt tragisch. Und wir sind schon wieder bei 35 Minuten. Sorry. Gut, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Macht's gut, bye bye.